weil scheinbar im Moment alle Möglichkeiten digitaler Überwachung genutzt werden, weil viele Bestrebungen, beispielsweise ein Urheberrecht oder einen Datenschutz zu reformieren, ständige Rückschläge erleiden. Ich denke, dass politische und gesellschaftliche Institutionen sehr behäbig sind, auf den digitalen Wandel zu reagieren und ihn vor allem zu gestalten. Ich denke, dass die gängige, oft sehr leichtfertige Nutzung digitaler Technologien, die auf fragwürdigen Geschäftsmodellen basieren, schwierig sind. Ich denke, dass Netzpolitik eben kein Kampf gegen Technologie ist, auch kein Kampf gegen irgendwie automatisch von Technologien hervorgebrachte Probleme. Und es ist halt auch kein Kampf um die Aufrechterhaltung einer abgelebten Vergangenheit, sondern es geht ja um die Zukunft. Und das Interessante an Netzpolitik ist eigentlich, dass die meisten netzpolitischen Themen, das haben wir tatsächlich auch empirisch erforscht, logisch miteinander gekoppelt sind. Also Fragen von Überwachung, von Zensur, von Datenschutz, von IT-Sicherheit, von Urheberrechten und so weiter, die haben alle irgendwie was mit Infrastruktur zu tun und von technischem Design. Fragen von Infrastruktur und technischem Design haben was mit Macht von öffentlichen oder privaten Akteuren zu tun. Man kann sozusagen so einen Kreis bilden und wie so ein Spinnennetz darüber bilden. Und was eigentlich interessant ist, ist, dass um die Probleme zu bewältigen, man einerseits diesen Zusammenhang von den Dingen betrachten muss und andererseits, dass dadurch, dass das alles miteinander zu tun hängt, eben auch in alle gesellschaftlichen Bereiche zurückwirkt. Und quasi nicht nur Regulierungskonzepte in Frage gestellt sind, sondern immer die Wissenskonzepte, die damit verbunden sind. Sozusagen das Konzept von Privatheit, das Konzept von einem demokratischen Staat, das Konzept von Geschäftsmodellen, von Medienregulierung, von Wirtschaftsregulierung, von Monopolregulierung oder Ähnlichem. Es gibt einerseits das Problem, dass es immer noch viele Menschen gibt, viele Ärzte, auch Staatsanwälte, auch Banker, habe ich neulich gelernt, die denken, dass wenn wir E-Mails abschaffen, die brauchen wir auch gar nicht oder wenn wir Facebook nicht mehr nutzen, dass das Problem weg ist. Und sie überhaupt gar keine Vorstellung haben, welche Dimensionen quasi mit der Digitalisierung verbunden sind. Also dass die Arztpraxis, das Café, das Kino heute wahrscheinlich gar nicht mehr laufen würden, wenn man das Internet mal kurz abschalten würde. Also ich glaube, einerseits müsste man ganz doll die Dimensionen davon aufzeigen. Die andere Gruppe von Menschen, die ganzen Jugendlichen, die sind zwar sehr firm mit der Technologie, aber sie verstehen sie überhaupt gar nicht mehr. Und ich glaube, was total wichtig ist, ist tatsächlich sozusagen so ein Verständnis von Technologie und den damit verbundenen gesellschaftlichen Fragen sozusagen voranzubringen. Dazu gehört eine Technologiekompetenz, dazu gehört, dass man sozusagen es nicht als übel betrachtet, wenn gerade mal irgendwas nicht läuft, sondern sozusagen als Chance, beispielhaft etwas zu lernen. Ich denke, das fängt in Schulen an. Ich fände es total toll, wenn es sozusagen so ein Informationen für politische Bildungsheft gäbe, was über Netzpolitik ist. Aber was ich zum Beispiel auch interessant fände, wenn zum Beispiel auf Ärztekongressen oder so, wo so viele Weiterbildungen gemacht werden, einfach auch solche Themen mit thematisiert werden. Also wo quasi der Wandel, der durch die Entwicklung und Nutzung von digitalen Technologien hervorgerufen wurde, welchen Einfluss das sozusagen auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche hat.